10 Jahre Strandmeile Glücksburg. Nur eine Woche nach dem Ostseeman wurde am Kurstrand Sandwig wieder ein ganzes Wochenende lang gefeiert. Auch im 10. Jahr konnte die Strandmeile wieder mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie aufwarten. Traditionell stand auch wieder das GLRG Fördecrossing auf dem Programm. Bereits zum 15. Mal stürzten sich rund 500 Sportler ab 16 Jahren im dänischen Sonderhaft zwischen den Ochseninseln in die Ostsee, während das Publikum in Glücksburg gespannt auf die Ankunft der ersten Schwimmer wartete. Tja, dann kommt der nächste! 15. Fördecrossing. Wie lief's? Was ist das jetzt für ein Gefühl? Ja, war schön. War dieses Jahr tolles Wetter und das mit dem geilen Wetter ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann immer dem Strand hier näher kommt und immer den nächsten Zug noch nimmt. Das macht total Spaß. War gut. Das sind ja perfekte Bedingungen hier draußen. Ist gut gewesen dieses Mal. 55 Minuten, ein bisschen schneller wäre schön gewesen. Aber nächstes Jahr. Ja, genau. Beschweren kann ich mich nicht. Und wie ist das organisatorisch alles abgelaufen? Wie sieht das auf der anderen Fördeseite aus? Wir starten alle drüben von der Sandbank. Das ist am Anfang immer kleine Keilerei, müssen mit Ellenbogen. Aber da muss man durch. Also ist bei solchen Events normalerweise immer Massenstart. Ja, gibt es am Anfang Keilerei und dann nach den Inseln zieht sich ein Stück auseinander. Und ab da kann man es dann ein bisschen entspannter angehen. 15. Fördecrossing. Seid ihr das erste Mal dabei? Und wie war es dieses Jahr? Also ich war nicht das erste Mal dabei und es war schwieriger, als es von außen aussieht. Also es sieht echt aus wie Ententeich, war es aber nicht. Also es war schon mit Strömung. Mit einem absoluten Highlight ging am Sonntagabend die 10. Strandmeile zu Ende. Der Glücksburger Feuerzauber. Das größte musiksynchrone Höhenfeuerwerk von 5 Schwimmpontons in Schleswig-Holstein.